So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei The Cult of the Lamb, wo wir zu guter Letzt, nun ja, wir waren beim besten Willen nicht gerade sehr gut dabei gewesen. Muss man einfach sagen, wir haben viel zu viel riskiert, wir waren beim besten Willen zu unvorsichtig gewesen. Muss man einfach sagen, wir waren in den letzten Parts einfach zu unvorsichtig gewesen, haben daraufhin schon viel zu viele Duelle verloren. Und ja, ab diesem Part wollen wir jetzt auch beim besten Willen nicht so unvorsichtig mehr sein. Das ist jetzt erstmal mein großes Ziel. Nicht mehr so unvorsichtig sein, dann erstmal sowieso... Dann sowieso erstmal versuchen, einiges wieder auf die Reihe zu kriegen. Das ist jetzt erstmal mein großes Ziel. Das Chaos, was wir in der letzten Zeit jetzt erstmal hier gekriegt haben, erstmal irgendwie wieder zu korrigieren. Das ist erstmal das große Ziel. Chaos korrigieren, erstmal ein paar weitere Nebenmissionen absolvieren. Erstmal wieder ein paar Nebenmissionen absolvieren. Und vor allem auch weitere Doktrinen einsetzen. Das ist jetzt, sagst du sowieso auch erstmal das Notwendigste überhaupt. Tja, und nebenbei müssen wir dann sowieso auch noch... wir haben kein Brennmaterial mehr hier. Tja, und nebenbei brauchen wir auch noch mehr göttliche Inspiration. Das Hingabe-Erntetotem haben wir, sag jetzt, schon mal gemacht. Aber es gäbe jetzt sowieso noch ein paar weitere Kleinigkeiten, die wir sowieso auch noch hier machen müssen. Ja, der Propagandasprecher ist jetzt erstmal eine interessante Idee. Aber als nächstes müssen wir es hier für unseren Kult der Stufe 4 noch ein paar andere Kleinigkeiten erledigen. Ja, wie schon gesagt, wir brauchen jetzt hier auch weitere Doktrinen. Dann beginnt gleich sowieso erstmal der zweite Tag. Unsere Ernte wird dann sowieso auch bald aus... Naja, nicht ausgeholt, sondern gestartet. Und außerdem müssen wir dann auch noch mal ein paar kurze... Okay, es gibt zwar nicht genügend Betten, aber das können wir, auch schon fast hier wieder retten. Jetzt kommt erstmal die aktuellste Predigt. Dann holen wir uns erstmal noch ein bisschen Glaubenskraft wieder. Ein paar Rituale könnte ich ja sagt theoretisch auch nochmal vollführen. Das Ritual der Ernte zum Beispiel. Damit wären wir dann gleich sowieso auch nochmal ein bisschen besser voran. Mit den Nahrungsmitteln. Also eine Knappheit besteht also jetzt erstmal nicht. Optimal.
So, noch ein Ritual hinteran. Funktioniert jetzt leider nicht, weil wir nicht genügend Knochen haben. Aber gut, wir haben jetzt erstmal wieder genügend neue Materialien erhalten. Die Umerziehung von Hemerti erfolgt ja immer noch. Und sehr viel fehlt also auch nicht mehr, bis der nächste Doktrinenstein gleich kommt. Somit steigert sich unsere Glaubenskraft noch ein bisschen mehr. Und das dann, er sagt, sowieso noch mehr optimal. Dann werden wir gleich als nächstes sowieso auch noch die Gehirnwäschepilze an dem, naja, Pilz Heini Sozo dann gleich sowieso auch noch ausgeben. Dann steigern wir damit sowieso noch unsere Kraft nochmal um einiges. Ist ja sogar auch nicht schlecht, ein Klo zu reinigen, während jemand gerade auf dem Klo sitzt. Kann ja sogar auch nicht jeder. So, aber jetzt erstmal die komplette Ernte mal einfahren. So, weitere Steine wurden am Opferaltar auch geopfert. Auch nicht schlecht. Aber wir müssen auch gleich erstmal die nächste Doktrin auch mal starten. Auch ziemlich blöd, dass meine Anhänger das Ersack hier jetzt nicht übernehmen. Aber egal. Irgendwas muss natürlich auch der Kultanführer ja tun. Und in diesem Falle muss es halt die Gartenarbeit sein. Wie schon gesagt, weil es sonst keiner tut. Okay, jetzt wiederum haben wir keine Kacke mehr übrig. Auch nicht gerade so optimal. Aber egal, wir haben jetzt erstmal hier wieder alles so wunderbar gemacht, wie es bloß gehen kann. So, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder so gekocht, als würde es keinen Morgen geben. Und so ist das Ganze auch erstmal optimal. Ja, wie schon gesagt, alles hier optimal. Die Glaubensenergie kommt, wird immer weiter verstärkt.
Und wir haben jetzt die Möglichkeit, wie schon gesagt, eine weitere Doktrin auszurufen. Wobei wir natürlich jetzt, wie gesagt, nicht mehr allzu viele zur Auswahl haben. Wir haben jetzt bloß noch die Jenseitssache, dann, er sagt, die Besitztümersache und Arbeiten und Beten. Tja, dann, er sagt, jetzt mal die Besitztümersache. So, Eigenschaft sakrale Architektur, alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft sakrale Architektur, erhalten plus 5 Glauben, wenn ein neues Gebäude gebaut wird. Gut, das machen wir. Ja, und Thorsten ist jetzt im hohen Alter gestorben. Auch nicht gerade so optimal. Und du gehst jetzt, er sagt, so. Okay, das war jetzt, er sagt, falsch. Ich wollte, er sagt, jetzt nicht hier reingehen. Irgendjemand war doch, er sagt, jetzt hier ziemlich krank gewesen. Okay, er geht da oben schon selbst ins Lazarett. Das ist gut. Ja, das Begräbnis wurde jetzt, er sagt, ordentlich vollzogen. Mehrere Steine haben wir jetzt auch erstmal gekriegt. Und wie schon erwartet, der nächste Doktrinstein erwartet uns jetzt auch. Okay, jetzt müssen wir uns aber wirklich um erstmal ein paar andere Angelegenheiten kümmern. Erst einmal müssen wir uns Pilze besorgen. Beziehungsweise wir müssen jetzt Pilze erstmal ausgeben. Vielleicht haben wir damit auch noch Glück und kriegen dann erst so einen komischen Talisstein. Wodurch wir dann am Ende ein bisschen neue Kleidung kriegen können. Des Weiteren müssen wir auch nochmal fischen gehen. Um dann außerdem auch noch... Warte mal. So, hast du die Pilze? Ja. Ja, ja, gib Soso, gib mir. Erfolg, Erfolg, aber nicht genug. Bring Soso mehr und Soso zeigt dir, wie du einen Anhänger an der Gehirnwäsche verpasst. Soso vermutet, dass du etwas für deine Mühen haben willst. Natürlich, Soso bezahlt stets seine Schulden. Nimm das. Gut, wie es zu erwarten war. Jetzt brauchen wir, er sagt, nur noch einen weiteren Stein. Was? Geh weg, komm. Wie viele Pilze sollen wir in der Sack noch bringen? Abwarten. Abwarten, wie viele Pilze wir Sack jetzt noch kriegen können. Außerdem brauchen wir jetzt nur noch entweder den Hummer oder den anderen Fisch. Und dann haben wir jetzt einen so einen Talismanstein voll. Das sind jetzt, sag auch nichts weiter als kleine Fische.
Ja, es sind jetzt wirklich nichts weiter als kleine Fische. Oh, es ist wieder bloß eine Krabbe. Mit einer Krabbe können wir jetzt hier leider nichts machen. Ja, ist ja jetzt aber leider so. Komm schon, sein Hummer. Nein, das ist wieder bloß eine Krabbe. Dabei brauchen wir noch einen Tintenfisch und einen Hummer. Das ist alles so blöd. Tja, das ist jetzt alles so blöd gelaufen. Aber gut, da müssen wir jetzt halt eben ein paar Sachen, er sagt, wieder in Angriff nehmen. Ist ja so. Wir gehen jetzt ja gleich auch nochmal ins düstere Düsterholz rein. Zuallererst holen wir uns eine klitzekleine Kraftverstärkung für den Glauben. Das war jetzt leider die falsche Glaubensverstärkung. Es könnte eigentlich auch gut und gerne auch mal wieder hier regnen. Das spart mir auf jeden Fall die Arbeit mit der Gießkanne hier. Aber war hier jetzt nicht auf jeden Fall hier noch irgendjemand, der mir nicht noch einen Gratisstein geben wollte? Der zu erwartende Gratisstein. Und weitere göttliche Inspiration haben wir auch noch erhalten. Die große Unterkunft wäre jetzt, sagst du, sowas von optimal zu erstellen. Allerdings war so der erweiterte Holzplatz auch nicht schlecht. Und keine Ahnung, wer da jetzt, sagt, hier eben so rumgeheult hat. Aber so oder so, wir haben jetzt erstmal unser Tagwerk hier und dort so erledigt. Was ist das jetzt hier? Gnadenlose Waffen haben eine Chance, bei Angriffen und Gegnern einen kritischen Treffer zu verursachen.
Tja, ist zwar jetzt nicht allzu optimal gelaufen, aber besser als nichts. Jetzt sagt noch eine Krone. Ja, jetzt haben wir noch einen an der Krone und wir machen weiter mit... Ja, Jenseits. Stufe 4. Die Gefallenen betrauern. Das hört sich doch jetzt erst schon besser an. Tja, somit haben wir... Soweit es geht, würde ich mal sagen, den Glauben gut fabriziert. Tja, aber jetzt erst einmal müssen wir an die Arbeit gehen. Zuallererst geht's gleich mal hin zum düsteren Düsterholz. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Ressourcen. Ja, wir brauchen auf alle Fälle mehr Ressourcen. Das ist auf jeden Fall klar. Und wenn wir da zwischendurch dann auch noch mal ein paar neue, ja, Kultis finden, ist es auch nicht verkehrt. Ansonsten, unsere Kraft ist ja sowieso schon mal ziemlich gut gewachsen. Vielleicht könnte ich es ja im nächsten Part ja mal schaffen, den zweiten Bereich von Anura zu absolvieren. Die Eiferachse ist auf jeden Fall ziemlich gut. Göttlicher Schneesturm. Auch gut. Schon mal nicht schlecht. Mit dieser mächtigen Streitaxt kriegen wir anscheinend auch ein bisschen Holz heraus. Gut, jetzt sogar erstmal zwei neue Herzen. Okay, läuft doch schon mal ziemlich gut. Ja, ich muss doch schon sagen, das läuft doch einigermaßen gut. Ja, das läuft doch wirklich einigermaßen hier gut. Ja, im Großen und Ganzen läuft das Ganze jetzt hier wirklich ziemlich gut. Und wenn das also jetzt so langsam und sicher weitergeht, haben wir wirklich bald alle Dekorationsgegenstände voll.
Vor allem aber lassen wir jetzt erstmal die Fragezeichen außen vor. Weil die Fragezeichen haben jetzt aktuell mir bloß... naja, sehr selten was gebracht. Ich denke da bloß zurück an die eine Situation mit den anderen Verwandten von Rattau. Rattau, wo ich eigentlich dachte, er würde uns als Belohnung ein Herz geben oder unsere Herzen auffüllen. Und was war stattdessen da gekommen? Nichts. Nur ein blödes Geschenk haben wir gekriegt. Vielleicht hätten wir auf der anderen Weg eine neue Kronmacht erhalten oder einen neuen Fluch. Okay, das hat jetzt beim besten Willen nicht gerade sehr lange gedauert, bis wir erstmal einen neuen Anhänger gekriegt haben. Und ich muss eigentlich auch sagen, meine aktuellen Waffen, die wir freigeschaltet haben, die sind nun wirklich ziemlich gut. Ja, es läuft schon mal ziemlich gut. Gut, also bis jetzt läuft hier alles optimal. Man merkt, er sagt jetzt auch, ich bin ein klitzekleines bisschen konzentrierter.
Okay, eine Quest ist jetzt auf jeden Fall fehlgeschlagen. Aber das macht jetzt erstmal nichts. Wir haben schon zwei neue Anhänger für den Kult. Erstmal das Kampffeld ein bisschen säubern. Und was ist das jetzt? Gewährt die Chancenträger mit der Lebenskraft eines getöteten Gegners. Zerstöre einen Gegner mit Geisterinfest, wenn der Gegner näher angreift. Nekromantenaxt. Verdammt nochmal. Oder? Okay, wir haben jetzt auf alle Fälle erstmal wieder neues Holz gekriegt. Okay, den bösen Geist, den wir jetzt entfesselt haben, der hat uns jetzt auch ein bisschen weitergeholfen. So, jetzt kriegen wir erstmal die neue Tarotkarte. Tja, und jetzt geht's dann sowieso auch los. Als Meister des Fluches... Amdusias. Das war doch jetzt um einiges einfacher. Tja, das war doch jetzt um einiges einfacher gewesen. Ja, ich muss ja sagen, unsere magischen Waffen aktuell... Die konnten sich jetzt hier wirklich gut sehen lassen. Jetzt können wir also noch ein paar weitere Reparaturarbeiten starten. Dann können wir sowieso dann auch nochmal unseren Glauben weiter erhöhen im nächsten Part.